Guten Morgen. Das haben wir heute Mittwoch, ne? Mittwoch, genau. Ich bin hier wieder an dem Event, an dem Halloween-Event. Da sage ich gleich noch was zu. Ich gucke gerade mal. Chat, Stream-Chat. Yay. Mal gerade gucken, genau. Gestern waren hier richtig viele Leute da. Das fand ich ja. Zwei oder drei. Also für mich ist das total viel. Ich bin Bastel-YouTuber, sage ich gleich dazu. Und dieses Video wird noch auf YouTube hochgeladen. Das heißt, nicht wundern, wenn ihr das auf YouTube seht, warum ich hier immer von Twitch spreche, weil ich bin aktuell live auf Twitch. Ich finde, dass je öfter ich auf Twitch mich bewege, desto besser gefällt es mir, ehrlich gesagt. Also man hat sehr viele Funktionen, die man hier nutzen kann, die dann auch schon eingebaut sind. Ich weiß jetzt nicht, so ganz verstehen tue ich es auch noch nicht. Hier ist irgendwelche Buttons oder so sind eingebaut. Ich lerne das noch, also ich übe ja noch. Guck mal, die ganzen anderen Twitcher, die ich mir hier mal angucke, die machen das ja schon seit Monaten oder Jahren oder was weiß ich. Und ich übe das gerade noch. Also was ich jetzt hier im Moment mache, das ist das Halloween-Event. Oh, ich habe den Ton noch nicht umgestellt. Ah, dann hört ihr das gar nicht. Ja, glaube ich, oder? Invention. Oder habt ihr das gerade gehört? Ich lasse den Ton mal so normal an, dann hört ihr den so laut wie ich, glaube ich. Genau. Und meine Stimme sowieso, die ist bezaubernd. Also da muss ich gleich mal was über Stimmen, muss ich gleich mal was erzählen. Das versteht ihr ja nicht. Ich weiß noch gar nicht, wie er heißt. Also Seaweed. Seaweed, Seven, irgendwas. Ich habe die jetzt unten in meinem Kanal unter meinen Videos hier verlinkt. Da habe ich Freunde eingefügt und Links zu meinem Blog und zu meinem YouTube-Kanal, zu meinem Laber-YouTube-Kanal. Allerdings, da findet man auch den normalen. Also ich habe mehrere YouTube-Kanäle, das ist jetzt auch mal egal. Auf jeden Fall sind die Links noch nicht sehr hübsch. Ich habe noch nicht ganz rausgefunden, wie ich die einfüge, sodass man. Dass es hübsch aussieht, aber. Ah, hi! Oh, morgen, Martin! Schwarze Magie. Oh, ja, Ton. Hört man mich denn? Oh, schon wieder. Die Zombies sind schon wieder da. Hörst du mich? Und den Ton im Hintergrund? Ja, das hatte ich eben noch nicht richtig. Schon wieder. Also ich habe dadurch, dass ich jetzt auf Twitch so ein bisschen rumgesucht habe, findet man ja auf sehr einfache Art und Weise die anderen RuneScape-Spieler. Und da sind eine Menge. Mir ist es egal, dass das nicht so viele sind wie in anderen Spielen. Ich will das ja spielen. Und guck mir die dann auch an, hat mir einige angeguckt. Meistens sind die Deutschen dann abends online, so wie ich. Vormittags machen nur die Hausfrauen und Arbeitslosen, ne, sagt man. Oder die Studenten. Also arbeitet noch. Okay. Ja, dann ist das ja jetzt eine kleine Abwechslung, eine willkommene Abwechslung. Genau. Wir können ja auch so gleich mal in Discord quatschen. Ich habe Discord jetzt nicht an. Ich habe mal ehrlich gesagt, da wollte ich dich sowieso noch fragen. Also wer sich das jetzt hier wegen RuneScape anguckt, mal guck, ich mache mal eine Klammer auf, Discord, OBS. Wenn du auf Discord quatschst, ich habe ja, wenn ich meinen Discord-Chat hatte, habe ich den ja eingebunden mit diesem Streamkit von OBS, damit man die Leute hören konnte. Und dann konnte man auch die sehen, wer gerade spricht. Aber das ist ja völlig unnötig und overpowered. Kann man das auch so einbinden, dass man einfach den PC-Ton laufen lässt? Das habe ich irgendwie noch nicht rausgefunden, wie ich das bei OBS einstellen muss, dass man den Discord-Chat, Live-Chat, Sprachchat hört und ich kein großes Gedöns machen muss, weil das ist mir alles viel zu umständlich. Ich möchte es so einfach wie möglich haben. Ja, also ich laufe jetzt hier bei diesem Ding immer hin und her, weil je bunter diese Säule leuchtet, desto mehr EP bekommt man. Und wenn diese Kette hier, diese pinke Perlenkette oben voll ist, dann kann ich in diese Kugel reinspringen, in diesen Rift, in diesen Riss unten. Und dann kann ich Loot holen. Dann kann ich looten, looten, looten. Dann habe ich genau 60 Sekunden Zeit zum Looten. Und dann kriege ich schöne Sachen. Gestern habe ich nur Shit bekommen. Aber vorgestern war schon. Da haben alle die gleiche Loot, glaube ich, bekommen, aber ist ja auch egal. Also ich muss dann irgendwelche Urnen öffnen. Also die Sache ist, viele Leute meckern über das Event, aber wenn ich mir überlege, dass Jagex, die Leute bei Jagex das programmiert haben,
Ja, die haben hier diese Grafiken eingeführt, die haben die Funktionalität, also ne, wie das alles, ich weiß nicht, wie sowas, oh, das würde ich gerne noch lernen, ne? Wie man solche Spiele programmiert. Weil das ist ja, der unbedarfte Spieler meint, da ist eine Säule und die klicke ich an. So einfach ist es ja nicht, ne? Das muss ja programmiert werden. Das heißt, dass hier eine Grafik ist, die klickbar ist, dass wenn man sie klickt, bestimmte Dinge passieren, dass das reagiert. Zum Beispiel, oh, EP, ja. Dass dann bestimmte Dinge passieren, dass wenn man sie anklickt, dann zum Beispiel hier dieses Leuchten abnimmt, dass unterschiedliche pro Tick, pro Game Tick unterschiedlich viele EP dann generiert werden, etc. pp. Dann hier diese Perlenkette, wie ich eben sagte, die muss sich verändern in der Grafik und wenn die ganz vorne angelangt ist, dann muss die anders reagieren, dann verändert sich das Bild. Also das sind Sachen, wo die Grafik mit der Software quasi, sag ich mal, interagiert. Ich habe keine Ahnung, wie sowas programmiert wird, aber ich finde das total faszinierend. Also, so, und ich renne jetzt von Säule zu Säule und du siehst ja, dass dann immer hier dieses Leuchten abnimmt, weil die haben das so gemacht, dass es das nicht AFK ist. Also die bisherigen Weltereignisse hier, wo viele Spieler zusammen was machen konnten, die waren viel AFK. Du hast irgendwas angeklickt und konntest dann einen Kaffee trinken gehen. Ich mache das beim Spielen übrigens, ja. So. Und das ist nicht AFK. Also du kannst hier stehen bleiben, aber dann kriegst du immer weniger EP. Und man will natürlich möglichst viel EP daraus holen, weil man nicht unbegrenzt hier ziehen kann. Man kann alle 4 Stunden kann man das machen, braucht aber Ladungen im, warte mal, hier unten. Da weiß ich auch noch nicht, wie ich das machen soll, dass man das hier besser sieht. Die Tainted Chart, also Tainted ist eingefärbt, ne, oder getinten, geschwärzte Splitter. Den hat man bekommen vor. Ich habe nur noch zwei. Dann bin ich schon da. Das ging aber schnell jetzt gerade. Verdammt. So, jetzt hast du gesehen. Hier, hat sich verändert. Und jetzt kann ich da reinhüpfen. Oh, jetzt muss ich mich vorbereiten. Ich muss den Bildschirm drehen können. So, bla 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 bla. Aber ich lese nie, was da steht. Jetzt muss ich hier diese komische Hand anklicken. Dazu hätte ich jetzt Zeit anscheinend. Guck mal, die hält diesen Dings fest. Aber jetzt fängt gleich ein Timer an. Siehst du gleich. Bla bla bla. Jetzt habe ich die Hand irgendwie instabil gemacht. Und wenn der Timer anfängt, go. Jetzt fangen 60 Sekunden an zu zählen. Und ich kann hier Urnen öffnen. Das ist von der Funktionalität her ein bisschen wie so ein kleines Minigame im Spiel, wo man auch in so einer Pyramide Urnen öffnen kann. Und jetzt muss ich jetzt schon mal gucken, wo die nächste interessante Urne ist. Ich will ja große haben. Jetzt habe ich die beiden großen hier schon geöffnet. Weiter zur nächsten, weil die 60 Sekunden laufen. Oben links sieht man die Zeit, die abläuft. Oh, da hinten ist noch eine große. Die schaffe ich aber. Hä? Da muss ich. Huge earn. Ich spiele auf Englisch. Das habe ich immer erzählt. Warum? Oh, medium earn. Das schaffe ich auch noch. Die große erstmal. Und dann gucken wir uns hinterher an, was für. Ah, nein, weitermachen, weitermachen. Break earn. Na. Siehst du, da habe ich wieder zu schnell geklickt. So, und in den 10 Sekunden. Hör mal, sowas hasse ich ja, ne? Large Earn. Da kriege ich die hier auch noch fertig. Okay, das war's. In einer Sekunde bin ich raus. Very nice. Whatever you did inside the Rift of course is to disable. Bla 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 bla. So. Jetzt kann ich hier nicht mehr rein. Okay, und du siehst hier diese pinke Perlenkette. Als wenn du dir das angucken würdest, ne? Jetzt siehst du hier diese pinke Perlenkette. Ist immer noch voll. Ich kann jetzt hier nichts machen. So. Aber in 4 Stunden wieder. Aber auch nur mit den Ladungen hier von unten. Ich hole sie wieder rein. Dieser Tainted Chart. Die hat normalerweise maximal 4000 Ladungen. Ich hatte jetzt, als ich hier angefangen habe, hatte ich 4000 Ladungen. Das sind jetzt 500 weniger geworden pro Durchgang. Um hier diese Perlenkette pink zu kriegen, verliere ich 500 Ladungen. Die kann ich wieder aufladen mit Skillen. Wenn ich also irgendwas mache, das mache ich gleich. Deshalb habe ich jetzt heute, als ich mich eingeloggt habe, als erstes das hier gemacht, weil wenn ich gleich skille, lädt sich die Chart wieder auf. Klingt total kompliziert, ist aber ganz einfach. Habe ich jetzt heute das dritte Mal gemacht und habe es schon verstanden. Und das als Oma, ne? Übrigens kann ich in dem Game hier einen Titel bekommen. Das ist aber sehr, sehr anstrengend. Die hatten ja neulich diese Spielerfarm eingeführt, mit der ich dann wieder angefangen habe zu spielen. Und in dieser Farm kann man einen Titel erwirtschaften, wo man Oma heißt. Das ist so geil. Das habe ich aber gestern erst gesehen. Also,
man sieht in der Spielerfarm, sieht man, ich beam da gleich mal hin. In der Spielerfarm, guck mal hier, ich habe ein Pet, das ist ein kleiner Teppich. Ist das nicht süß? Ah, der gibt mir EP ab und zu. In der Spielerfarm kann man einen Titel erwirtschaften. Das habe ich vorher schon gesehen. Da stand dann immer, ja, hier der Titel Master Farmer, also Meister Landwirt. Aber, oder nee, Meister, egal, Meister Landwirt. Und einige andere Titel. Aber da stand nicht dabei, welche Titel. Ja. Und jetzt weiß ich, ich habe nachgeguckt. Jetzt habe ich hier heute 15 Ghostly Essence gekriegt. Eine kleine XP-Lampe, die kann ich direkt verbraten. Im Moment mache ich alles auf Hunter, also auf den Jäger. Und eine mittlere Clue-Scroll. Da muss ich ehrlich sagen, ist jetzt nicht so der Burner, ne? Also diese Ghostly Essence, naja, ist ein bisschen Loot. Das Ganze kann man jeden Tag einmal machen. Und diese Säulen kann man alle 4 Stunden, 24 Stunden, also theoretisch sechs, oh Gott, fünf, sechs Mal am Tag aufladen. Aber dann musst du auch wirklich auf die Minute pünktlich hier sein. Und das schafft kein Mensch. Ich kann dir gerade mal zeigen, ich weiß nicht, ob du das noch siehst, wie oft ich die schon aufgeladen habe. Das steht hier, 8 Mal habe ich die schon aufgeladen. Weil das ist ein World Event. Also ein Weltevent, die finden mehrmals im Jahr statt. Das ist jetzt das Halloween-Event. Dann gibt es häufig auch Frühlings-Events oder Sommer-Events. Die verteilen das immer ein bisschen. Und das ist jedes Jahr immer ein bisschen anders, ne, damit es interessant bleibt. Oh, ein Zombie-Impling. Moment, den fange ich gerade mal. Hier gibt es so kleine Viecher, die immer durch Gilinor fliegen. Und wenn man die fängt, hier so kleine, sieht man das hier oben, den kleinen, diese kleinen Gnomen. Wenn man die fängt, dann bekommt man Loot und EP. Und los, 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 komm. Ja, ist nicht so einfach. Ne? Je höher levelig die sind, desto schwieriger ist es, die zu fangen. Jetzt habe ich 1200 EP bekommen und habe eine Bonus-EP bekommen. Das ist jetzt zu schwer zu erklären. Habe ganz tolle Knochen bekommen, die ich benutzen kann. Und die Shard, das sage ich jetzt auch mal, hat sich wieder um 25 Ladungen aufgeladen, weil ich geskillt habe. Alle 5 Minuten kriege ich hier was dazu. Aber das geht immer sehr schnell. Wo war ich denn gerade? Jetzt habe ich den Faden verloren. Achso, diese World Events, die sind ab und zu. Und das hier ist das Halloween Event 2018. Und da kann man dann über einen bestimmten Zeitraum skillen und spielen. Till death do us apart. Auf Deutsch bis dass der Tod uns scheidet. Heißt dieses World Event dieses Jahr. Und wenn wir hier angekommen sind, dann kriegt man irgendwas. Ich weiß nicht was. Und dauern tut es noch 23 Tage, 15 Stunden und 10 Minuten. Genau, ist heute der dritte Tag und dann hat man so und so lange Zeit. Das geht über Halloween hinaus und das ist sehr lang angelegt. Oh, ah, guck mal hier, jetzt kann ich. Da kann ich mitmachen jetzt gerade. Das geht immer. Da kriege ich Berserker-EP. Aber ganz schön laut, ne? Voller die Waldfee. Ja, und in diesem World Event, das geht bis über Halloween hinaus, kann man halt EP sammeln. Und ich finde diese World Events immer so süß gemacht, die sind immer ein bisschen anders. Also da kann man gegen Götter kloppen, mit anderen Spielern zusammen und also da kann man viele schöne Dinge tun. Und dieser Gemeinschaftsaspekt, den finde ich immer toll, dass man hier was zusammen macht. Und es geht auch darum, wenn man jetzt bei diesem World Event mitmacht, wir müssen alle zusammen bis hinten hinkommen. Wenn das jetzt nur ich machen würde, mal angenommen, theoretisch, ne? Wenn nur ich das spielen würde, würden wir nicht bis hinten ankommen. Und dann würden wir nichts kriegen. Genau. Destabilization in 3 Stunden und 9 Minuten kann ich das wieder machen. Aha. Das sind aber nicht 4 Stunden für mich. Ich habe da eben gesagt, ich kann das alle 4 Stunden machen. Das kann ich ja öfter machen. Aha. Okay, dann geht das nicht nach meinen 4 Stunden. Ich habe das gedacht, dass ich das nach 4 Stunden, also wenn ich das mache, fängt der Timer an zu zählen und nach 4 Stunden kann ich das wieder machen. Aber anscheinend kann man das alle 4 Stunden nach der Game Time machen, weil hier oben links, ich gehe mal mit der Maus drüber, das ist sehr klein, da über mir, ist die Jagex-Uhr. Das ist London Time. Jagex ist eine Londoner, englische Firma, die in London arbeitet. Und in London ist es jetzt 8:51 Uhr und dann zählen die Jagex-Time. Aha, weil in 9 Minuten ist es 9 Uhr. Dann kann ich also, Entschuldigung, dann kann ich also um 9 plus 3, um 12, ja, kann ich um 12 Uhr das wieder machen. Das heißt, das ist nach Jagex-Time alle 4 Stunden. Okay, nicht nach Bärbel-Time. Gut zu wissen, das habe ich jetzt auch nicht gewusst. Aber ne, man lernt nie aus und hier, das ist übrigens, darf ich vorstellen, das ist der Tod. Und dann gibt es als Belohnung gibt's ein Kostüm, dass man sich als Tod verkleiden kann. Also ist jetzt nichts, wo ich mich drum gerissen hätte, aber naja, why not? Ne?
Das Lustige ist, wenn man hier in die Tots Office geht, ich weiß nicht, ob du noch zuguckst, hier steht das hängt das Stundenglas, ist ja das? Death Hourglass, das ist das Stundenglas vom Tod. Hier kann man reingehen und dann normalerweise sitzt dann hinten an so einem Schreibtisch sitzt der Tod. Ich mach das mal. So. Und jetzt, pass mal auf, das wollte ich sowieso noch gezeigt haben. Jetzt kommt so ein Bild. Ich zoome mal raus. Moment, ich kann auch anders rauszoomen. Genau, mit Tasten. Dann ist das fließender. Guck mal. Wird einem ganz mulmig, ne? Übrigens, die Latenz hier auf Twitch ist ein Träumchen, ne? So eine Sekunde oder so. Da kann ich auf YouTube nur von träumen. Und die hatten ja neulich wieder Performance-Probleme, ne? Da hing mein Stream und hier hängt nix. Also, es ist aber nur 720p, das verstehe ich zwar nicht so ganz. Das scheint von Twitch irgendwie. Also, ich habe auf OBS was Besseres eingestellt. Möchte ich nur mal so sagen. Aber hier kommen nur 720p an. Und ich kann mit einem Klick das komplette Video mit allen Beschreibungen und Text, mit allem dabei, so zu YouTube hochladen. Das ist keine Arbeit. Das geht ratzfatz. Das ist nach 10 Minuten online. Und das ist wirklich geil. Also, ich kann Twitch nur empfehlen. Und ja, ich werde YouTube nicht untreu, auf gar keinen Fall. Aber für Quatsch und Spaß ist das hier perfekt. So, so was ihr hier seht, ich weiß nicht, wer die Bill und Ted-Filme kennt. Und für jeden, der hier auf Englisch guckt, ich bin um diese Uhrzeit der Einzige, der auf Deutsch streamt. Und dann landen immer wieder englische Leute hier bei mir, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, aber okay. Everyone is watching on English. Do you know the Bill and Ted video movie films from the 80s, where Bill and Ted had to deal with death? And honestly, it looks a lot like this image here. Yeah, they had to step on stones, on floating stones that have been fixed with chains like that. And I'm pretty sure. This design is a kind of quote from the Bill and Ted movies. If you haven't seen the Bill and Ted movies, please watch them. Watch the Bill and Ted movies because they are so excellent. It's one the two movies, Bill and Ted movies are one of the best movies ever made. I love them so much. I've seen them countless times. And yeah. Und wer jetzt auf Deutsch hier zuguckt, die Bill und Ted Filme, guckt euch die an, weil Bill und Ted, das sind so zwei Zeitreisende, total cool gemacht. Die Story ist absolut einmalig. Und die landen in diesem, ist jetzt hoffentlich kein Spoiler für den, der die Filme noch nicht gesehen hat, aber die landen irgendwann beim Tod und da sieht es ziemlich genauso aus. Also, das ist, glaube ich, ein Zitat aus diesen Filmen. So, und das ist jetzt das Büro vom Tod, da muss man dann hochgehen. Und das Lustige ist, sonst saß, seit die das eingeführt haben, ich glaube vor einem Jahr oder zwei oder drei, ich weiß es nicht, na, hier sind die so Tränke und hier ist eine Bankschatulle, da kann man auf seine Bank zugreifen. Da saß da der Tod. Aber weil Tod ja jetzt draußen steht und das World Event überwacht, haben sie jemand anders hingesetzt. Ey, wie geil ist das denn? Frank. Talk to Frank. So, und mit dem Frank kann man sich dann unterhalten und der ersetzt den Tod. Also der ist da als Vertretung für den Tod. Das habe ich gestern mal gemacht. Guck mal, der Tod, der hat hier so einen Hund. So einen Skeletthund. Keine Ahnung, wie der heißt. Heavy Zocker, Heavy RuneScape Zocker wissen das, aber ich weiß das nicht, ist auch egal. Ja, und dann sitzt da Frank und vertritt den Tod, solange der das World Event macht. Weißt du, das ist so Jagex. Das ist einfach. Yay! So, jetzt muss ich hier auf meine Bank zugreifen. Ich weiß nicht, ob Martin noch zugucken. Jetzt siehst du hier oben ist eine Bankpin. So, und ich habe noch nicht meine Bankpin heute freigeschaltet. Einmal am Tag macht man das. Und die haben die mit einer Grafik hinterlegt, damit man nicht mit dem Keyboard tippen kann. Weil es gibt ja Key-Tracker, die, wenn du, ne, wenn du nicht aufpasst und hast einen Key-Tracker, dann können die deinen Zifferblock nachvollziehen, wo du drauf gedrückt hast. Deshalb ist dieser Code grafisch, sodass jemand von außen das nicht nachvollziehen kann, was für ein Code ist. Und deshalb zeige ich das nie im Video, weil da wäre ich ja schön blöd, ne? Da weiß jeder meine Bankpin. Aber die ist jetzt versteckt so. Und wenn ich die einmal eingegeben habe in einem Durchgang, dann bleibt das auch offen. Jetzt will ich aber mal gerade gucken. Ich habe so viel Zeug jetzt hier gekriegt gerade eben. Das ist eine ganze Menge, ne? So, jetzt gehe ich aber, weil ich als nächstes, man hat am Tag immer so einen Ablauf. Gibt das hier Watchtime? Das weiß ich gar nicht. Es gibt Erfolge bei Twitch.
Zum Beispiel, wenn man jeden Tag, eine Woche lang jeden Tag streamt oder mehr als eine Stunde streamt und dann kriegst du so Erfolge. Erinnert ein bisschen an Spielerfolge. Die Spielerfolge kennen wir ja alle, ne? Wenn du irgendwie XY machst, kriegst du den und den Erfolg. Und die kriegt, guck mal, da ist schon jemand anders, der ist auch gerade zum Tod gekommen. Man landet, ach so, übrigens landet man hier, wenn man stirbt. Dann landet man hier auf diesem Teleportstein. Und dann kriegt man geschimpft vom Tod, so bist schon wieder gestorben, oh mein Gott, willst du deine Sachen wieder haben? Und dann muss man Geld bezahlen, um sein Zeug wieder zu kriegen. Das ist mal ein Goldstück und mal 1 Million, je nachdem, was man dabei hatte. Genau, Achievement unlocked. Und du kriegst, wenn so und so viele Leute gleichzeitig zugucken, kriegst du irgendein Achievement. Also da sind 1 Million Achievements. Das ist mir im Moment noch ziemlich wurscht, weil ich sowieso ein kleines Geschissen bin hier. Aber es ist schon an sich ein Game. Also dieses Twitch ist an sich schon ein total spaßiges Spiel, muss ich sagen. Ach, und ich habe die letzten Tage mir mal die anderen RuneScape-Streamer angeguckt. Hier gibt es schon einige, die. Ich habe immer gedacht, es gibt nur Bossfights hier. Nur Bossfights und Dungeons und diesen ganzen Scheiß, den ich total ätzend finde. Dafür gucke ich mir das nicht an. Aber ich habe jetzt schon mehrere Kanäle gefunden, die einfach nur das machen, was ich mache. Nix. Skillen. Skillen heißt, das zeige ich dir gleich. Also, wenn du noch 5 Minuten Zeit hast, ich versuche mich kurz zu fassen. Skillen heißt, irgendwas Nettes zu machen. Oder manche, die jagen Schätze. Es gibt so Schatzkarten. Ich habe übrigens eben eine bekommen. Ich zeige dir aber gerade meine Schatzkarten. Das ist meine Bank. Hier oben Clue Scroll. Eine Clue Scroll ist eine Schatzkarte. Früher konnte man immer nur eine haben und das haben die irgendwann geändert. Jetzt kann man mehrere haben und wie man sieht, habe ich ganz, ganz, ganz viele. Und wenn man die aufmacht und liest, das mache ich jetzt nicht, weil dann kann ich die stapeln die nicht mehr in der Bank. Dann kriegt man so ein Rätsel oder eine Zeichnung, wie auf einer Schatzkarte mit einem X, wo man graben muss. Und das muss man dann alles rauskriegen und dann kriegt man, wenn man die Schatzkarte verfolgt, kriegt man Loot. Dann kriegt man irgendeine tolle Belohnung oder eine weniger tolle. Ich kriege meistens Scheiße, aber egal. Der Weg ist das Ziel, weil das macht Spaß, die zu verfolgen, das auszugraben und die Rätsel zu lösen. Das ist total toll. Und das machen einige auch die ganze Zeit. Und da gucke ich dann bei zu, weil ich das super interessant finde. Und das ist sehr interessant. Also es gibt mehrere Streamer, die chill. Die Chill-Streams machen. Ich weiß nicht, ob es das auf YouTube auch gibt. Ja, ich weiß, dass du das gespielt hast. Übrigens, Martin, das ist toll, dass du da bist, weil vielleicht guckt sich das heute Abend wieder der Marco an. Der Marco ist ein Gamer, ein deutscher Gamer. Ich sag den richtigen Namen. Ich hoffe, das ist okay, weil der auf jeder Plattform einen anderen Namen hat. Das kann ich mir nicht merken. Der ist auch bei mir auf Discord übrigens. Sehr netter junger Mann. Und der ist so alt wie du. Und der spielt schon jetzt so lange wie ich RuneScape. Seit 14 Jahren, 10 Jahren, keine Ahnung. Gut, der hat auch, glaube ich, mit 12 angefangen. Du kannst das Spiel ab 12 spielen. Und dann dem habe ich schon von dir erzählt. Und da habe ich gesagt, ja, du sagst, das Spiel ist halt so ein blödes Spiel. Aber guck mal, es gibt ja auch Leute, die spielen Mau Mau. Ja, und die, egal wie alt, die spielen gerne Kartenspiele oder was weiß ich. Oder Mensch, ärgere dich nicht. Und das ist halt, jeder hat anderen Spaß an anderen Spielen. Das kann ich absolut verstehen. Genau. Also, Marco, wenn du dir das hier auf Twitch anguckst, das nachschaust, den Stream, Martin hat da, aber der kennt dich schon. Ich habe den schon zu dir geschickt und ich glaube, dieses LOL ist auch nicht so seins. Ne? Aber es gibt wirklich so RuneScape-Fans. Was halt so besonders an RuneScape-Fans ist, die Leute, die das schon so lange spielen wie wir jetzt, und noch ein paar andere habe ich jetzt mittlerweile alle auf Twitch gefunden. Geil, ne? Die lieben das. Und auf YouTube habe ich auch viele gesehen, genau, weil die unter einem RuneScape-Video kommentiert haben. Es gibt wirklich so eine kleine Community, die dieses Spiel einfach lieben. So, da, ne? Wie sagt man, der ist so hässlich, den kann nur die Mutter lieben. Also das Spiel ist nicht hässlich. Aber hier gibt es so eine ganz besondere kleine Gemeinschaft, die das gerne spielt. Und es hat sich auch entwickelt. Es gibt sogar, hör mal, es gibt sogar die Version, die Oldschool. Oldschool RuneScape, da sieht das Spiel aus wie vor 10 Jahren. So mit so kleinen Pixelgrafiken. Es hat halt eine andere Mechanik. Und die, die das spielen, lieben diese Mechanik, diese Spielmechanik. Ich kann der nichts abgewinnen. Und ich spiele für die Grafik, für die Optik. Guck mal hinten, diese Glasfenster, sind die nicht irre? Also ich spiele nur für die Optik und ein bisschen für die Story. Ich will hier in diese mittelalterliche Welt von Gelinor eintauchen. Ja, wahrscheinlich meinst du mit Insane,
Aber ich muss das noch üben, wie ich hier die Sprachchat einbinde. Weil ich nicht weiß, ob man den dann hört. Wie gesagt, auf OBS kriege ich das irgendwie nicht hin dass ihr hört, was mein Computer hört. Das hört sich jetzt bescheuert an. Du musst mir das mal zeigen. Übrigens, danke für die Einladung nach Köln. Ich versuche das irgendwie möglich zu machen und mein Angebot fürs Sofa steht. Da könntest du am nächsten Tag zu dem YouTuber-Treff mit nach Essen fahren. Das wäre sehr schön. So, jetzt zeige ich dir gerade mal, was ich hier noch mache. Und zwar hier so teleportiert man. Lodestone, das haben sie auch vor ein paar Jahren eingeführt. Früher musste man überall zu Fuß hinlaufen. Also das war abartig. Jetzt haben wir diese Lodestones, die muss man freischalten. Habe ich natürlich alle freigeschaltet. Das ging auch schnell damals, als sie die eingeführt haben. So kann ich dann teleportieren. Es gibt auch so einen schnellen Teleport, aber da bin ich kein Fan von. Ich genieße ja, ne? Der Weg ist das Ziel. Du musst im Audiomischer das Desktop-Audio ausgeben. Ja, jetzt hört man ja die Hintergrundgeräusche, ne? Also ich kann zum Beispiel hier auch die Musik anmachen, die hört man ja schon. Wenn ich jetzt Discord anmache, den Chat, hört man den dann auch? Ich kann Musik machen, ne? Ist das nicht schön? Ups, jetzt habe ich sie wieder ausgemacht. Aber die ist dann immer so. Hörst du die Musik? Ist das nicht schön? Also die Musik hört man jetzt. Also wir können ja auch quatschen. Guck mal. Ach nee, mein Port. Ich will mal eben in mein Player on Port. Da muss ich was erledigen. Ach so, wie ist das dann? Warte, ich mache die Musik gleich mal wieder aus, sonst höre ich mich selber kaum reden. Aber die ist schön. Welches Lied? Medieval 2, also Mittelalterlich 2 läuft da gerade. Ich muss dann mal so ein paar Tests machen, obwohl da muss ich Discord ja laufen haben. Ich mache die Musik gerade mal wieder aus, sonst das ist irritierend. Was du hier siehst, ist das Player on Port. Das ist ein Hafen, der gehört dem Spieler und das ist eine Instanz. Der ist instanziert. Da bin ich jetzt ganz alleine, weil ich meine Schiffe habe. Oh, ein Schiff ist gerade im Dock. Ich kann 4 Schiffe haben. Oh, die sind jetzt alle zurückgekommen. Ich hoffe, dass die Beute mitgebracht haben. Oh, nein! Also die Reise ist in die Hose gegangen und ein Crewmitglied ist über Bord gegangen. Jetzt muss ich wieder neue anheuern. Das ist ja Shit. So, das war das erste Schiff. Das zweite liegt hier. Das dritte ist jetzt auch angekommen und hat Gewürze mitgebracht. Na super. Doch, da freue ich mich. Jetzt weiß ich halt nicht. Noch eins. Leute, Scheiße. Scheiß, ganz große Scheiße. Jetzt habe ich kaum noch Leute hier. Guck mal, es werden immer weniger. Tot. Und wie kriege ich denn wieder, dass das lebt? Ach Mann. Also ich bin ein schlechter Spieler. Ja, und das hier mit dem Port, das ist mir auch zu kompliziert. Du musst da tausend Sachen einstellen. Ich kann das gerade mal zeigen. Also wenn ich jetzt. Ah, hier ist mein Teppich wieder. Wenn ich jetzt hier auf so ein Schiff gehe, das würde dich jetzt nicht interessieren, kann ich mir die Liste der möglichen Reisen angucken. So, und ich brauche aktuell schon wieder Scheißdreck. Ich will eine neue Reroll. Confirm. Ah, die brauche ich unbedingt. Ich brauche hier so eine Scroll, weil da kann ich ein Rezept lernen und mit dem Rezept kann ich mir was machen, wo ich mehr Loot kriege, wenn ich fische. Egal. Also RuneScape-Spieler kennen das. Die möchte ich haben. So, jetzt suche ich mir aus, welches Schiff dafür gut geeignet ist. Das hier. Und dann muss ich das Schiff nochmal editieren. Ich soll. Ja, jetzt muss ich mir die beste Crew dafür aussuchen. Oh, ich bin so schlecht in dem Spiel. Combat Seafaring. Nehme ich den Captain. Hier vorne links sind die Captains. Ach so, was ich fragen wollte, wenn ich jetzt Discord anmache und wir chatten, dann hört man meine Stimme doch doppelt. Einmal vom Computer und einmal von meinem, oder? Ich weiß es nicht. Wir können das mal machen. Ich mache das mal an und. Also, wie machst du das, dass du dann, wenn du Discord
einspeist in die Streams mit OBS, dass du dann deine Stimme nicht doppelt hast. Weil mit diesem Stream-Kit geht das ja. Mit dem Stream-Kit ist das kein Problem. Der braucht das ja automatisch. Der blendet deine Stimme quasi aus oder so. Aber das Stream-Kit ist so kompliziert. Ich kann ja in deinen Chat gehen. Warte mal. Gott, habe ich mich jetzt erschrocken. Hallo Tja, Martin. ja. Hallo. So, nee, pass auf. Du bindest ja deine Stimme direkt über OBS ein und das heißt, der nimmt deine Stimme überhaupt nicht über Discord auf. Ach Also so. schon, aber das sind unterschiedliche Spuren. Das heißt, das kommt gar nicht bei OBS an, was du hier in Discord sagst letztendlich. Es sei denn, du hast dein Mikrofon auch in OBS eingebaut. Ja, aber So, und ich was kann. ich jetzt sage, das ist ja eine Ausgabespur an dich. Ja. Und das kommt ja auf deinem Desktop-Audio an. Das heißt, das wird ja alles in eine Spur gelegt und Ja. dir auf die Kopfhörer gelegt. Oder halt wo auch immer hin, auf die Lautsprecher. Ich sehe dich auch So. gerade sprechen. Ja, ist unglaublich, ne? Das ist ja toll. Aber dein Ausschlag ist lauter als meiner und das habe ich jetzt so ein bisschen so eingestellt, dass es in etwa von der Gra also von dem, wie heißt das, diese Pegel. PA-Pegel, danke. Dass das von dem Pegel etwa gleich rüberkommt. Ja, Ja das gut, und ist da muss so. ich mir das, genau, Dann da gehe muss ich ich. näher ran und dann werde ich immer lauter und lauter und lauter. Hallo, und dann hast du deinen Deep Voice, ne? Der ist Auf ja. jeden Hör Fall. mal, echt jetzt mal ehrlich, das versteht der nicht, der Seaweed, dass ich habe hier auf Twitch einen gefunden, den gucke ich nur wegen der Stimme, ne? Ja, kann ja sein. Also wenn du weibliche Zuschauer generieren möchtest, dann musst du diese Deep Voice nehmen. Aber dann mach das nicht, weil dann muss ich ständig den Pegel umstellen hier. Das kriege ich nicht hin. Ja gut. So, und jetzt kann ich nämlich hier dann. Warte mal, ich bin bei Minute 30. Das heißt, ich gucke mir das dann gleich da an, wie das rüberkommt. Also wie das vom Ton her. Ja, na gut, dann können wir uns jetzt unterhalten. Das ist ja lustig. Also, ich spiele jetzt hier in meinem Port und ich bin ein bisschen blöd. Gott, richtige RuneScape-Spieler, die lachen sich tot wahrscheinlich, wenn die das sehen. Aber ich kann mich mit dem Port mal beschäftigen. Aber du hast ja, wie in vielen Spielen, hast du viele, 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 viele Dinge, mit denen du dich hier auseinandersetzen kannst. Nicht musst, sondern kannst. Das ist mir zu viel. Und die meisten Leute konzentrieren sich dann auch auf eine Sache oder zwei oder drei. Und ja. Und dieses Port hier, dieser Hafen, da habe ich mich nie so wirklich mit beschäftigt. Aber es sieht schön aus. Es sieht toll aus. Ja, sorry, ich bin gerade noch nebenbei am Arbeiten, Mach deswegen das, bin mach ich da das. ein Nee, nee. bisschen Mach abgelenkt. das. Also jetzt nichts sagen, was privat ist, weil das ist dann im Stream. Aber Ja, also auf das jeden muss ich dir Fall. ja wohl Nee, nicht es erzählen. ist. Ja, eben. Erstens das. Nee, es geht da um Internetverträge und deren Aktualität. Und da musste ich mich mal bei ein paar Anbietern ja, Ja, aber das war ja ein gut. Ich bisschen habe auf den ja Busch klopfen. gesehen, gestern hat ja einer gefragt. Da hat ja einer sich erkundigt. Das war ja klasse. Ja, der genau, der hatte sich dann erkundigt, hatte sich für den Grafikservice interessiert, dann aber gesagt, als Schüler sieht er da keine Finanzierungsmöglichkeiten. Dann habe ich gesagt, ja, das tut mir leid, ne, damit verdiene ich aber meine Miete und Ja, da klar. kann ich auch leider nicht runtergehen von Ja. hier. Nö, ist Das ja auch ist, verständlich. ja, ich meine, das ist ja wie so ein Bäcker und ja, ich bin Schüler, gib mir mal bitte ein Brötchen umsonst. Ja, funktioniert ja Ja, auch. versuchen kann man's und dann ist gut, genau. Ja. Ich meine, dafür gibt es ja hin und wieder die Rabattaktion. Ach, ich versuche jetzt hier ein bisschen Oh. was einzustellen, aber so wirklich. Oh, nee, das war nicht gut. Je nachdem, also wer jetzt hier zuguckt, Haku, da hostet mich. Ja, Guten das ist. Morgen. Nee, das ist ein deutscher RuneScaper, den habe ich als Freund zugefügt. Du kannst hier auf Twitch, ich meine, du kennst ja Twitch, ne? Ja, ich weiß, dass man Kanäle hosten kann. Genau. Ja. Ich habe noch nicht ganz rausgefunden, wie das geht, aber das werde ich dann auch mal machen, weil wenn der dann. Ah, guten Morgen. Ich hatte ja neulich auch bei dir zugeguckt. Du hattest abends gestreamt. Ich weiß die Namen jetzt nicht. Ich nenne einfach die Namen, die da stehen. Hakuda, genau. Sag mir deinen richtigen Namen nicht. Ich merke mir den sowieso nicht. Ich habe ja bei dir reingeguckt. Ihr wart mehrere, ne? Ihr wart da mit Defender Martin. Was? Was?
Hast du überhaupt? Man hat einen Kanal, automatischen Kanal, ne? Ja, na, ich vor allem habe ich mehr Follower als du, obwohl ich nie hier streame, ne? Wie hast du die denn gekriegt? Ja, weiß ich doch auch nicht. Ja, cool. Martin ist ein großer YouTuber. Genau. Auf jeden Und Fall, ja. natürlich. Ja, eigentlich sind wir YouTuber. Also ich habe mich hier nur verlaufen. Das sind ja meine Söhne wieder, ne? Die haben mich überredet. Bitte spiel auf Twitch, da gucken mehr Leute zu. Aber es ist eine ganz andere Geschichte hier. Ja, die sollen mal alle lieber auf YouTube gucken, dann ist nämlich die bessere Plattform für Infrastruktur und auch eine fairere Kompensation für den Creator selber. So, Ja, das ist der eine genug, Aspekt. genug Nee, Werbung nee. Nee, das ist ja der eine Aspekt. Aber die Funktionalität hier auf Twitch, die ist ja awesome. Das kann man gar nicht anders sagen, ne? Also. gemacht. Oh Gott, Hakuda, der weiß jetzt, wie man mit dem Port umgeht. Guck da bloß nicht, was ich mache. Jetzt ist das mir total peinlich. Ich gucke nur gerade mal eben, jetzt schicke ich das Schiff los, confirm. Und dann hoffe ich mal, dass. Das andere mache ich jetzt nicht, das ist mir peinlich. Ich gehe jetzt wieder raus. Das mache ich gleich in private. Was? Nee, egal, sonst sieht jeder, dass ich nicht spielen kann. Wenn ich in meinem Port, in Ja, meinem aber Hafen. das weiß man doch, dass du nicht spielen kannst. Da steht doch Ja, Skill und Chill. du weißt, dass ich nicht No gut muss spielen halt. kann, ja. Ja, aber das steht doch im Titel. Ja, alles easy. Ja. Ports ist nicht so meins, genau. Sagt der Hakuda auch. Lieblingscontent. Da gibt es die coolen Bäume, das weiß ich nämlich noch. Die habe ich für Feuerholz am Anfang habe ich die ganz, ganz oft umgeklatscht und Lagerfeuer angezündet. Ja, genau. Das war Ja. aber früher. Das war früher. Guck mal, hinten ist eine Weide. Ja, genau. Genau, die wollte ich irgendwann nämlich umklatschen, um mir daraus einen Bogen zu machen. Ja, Das weiß ich genau. noch. Kannst du Aber das ist ja bogen? auch bei mir schon 10 Jahre her. Ja, aber vielleicht kommst du ja wieder zurück. Du sagst immer, ich soll mit dir LOL spielen, aber das Das steht doch verstehe am ich nicht. Menü. Ich Ja, das ist. verstehe das. Nee. Da musst du einfach nur draufhauen. Ja. Und dann habe ich gerade Du, eben. guck mal, du hast doch mal WoW gespielt, oder nicht? Ja. Ja, das ist doch das Gleiche, nur dass du nicht 20 Skills hast, sondern nur 4. Übrigens, ich bin jetzt hier Ja. gerade bei dem Quad. Ich sag nur gerade was, weil, guck mal, ich bin hier gerade bei so einem Captain und Ja, ich der habe hier, Quartermaster. genau, und ich habe hier so eine Uncharted Island Map, die habe ich beim Skillen bekommen und damit kann man einmal kostenlos auf so eine Insel. Yes. Ja, ist ja Oh, insane. jetzt habe ich immer noch Fishing-Zeug an, das ist ja blöd. Ja, ich mache das jetzt nur nebenbei und dabei erzähle ich dann, genau. Nee, aber LOL ist mir immer noch zu Ja, kompliziert. ich höre nur Mimimi von dir. Warum spielst du eigentlich nicht im Vollbild? Wieso Ja, Vollbild? deine ganze Taskleiste unten. Also, da läuft ein Dings drüber, aber ich kann dich trotzdem noch sehen. Und ein Ja, bisschen Rahmen nee, drin. ich hatte. Boah, lass mich mal überlegen. Ich hatte im Vollbild gespielt und dann hatte Warum läuft ich. dir ein Teppich hinterher? Das ist mein Pet. Ich habe ein Aber er Pet. fliegt ja nicht mal. Hakuda Matata. Wir wissen, was der Teppich zu bedeuten hat. Ne? Wenn der Martin das nicht weiß, ist ein Banause. Der weiß das einfach nicht. Nee, das ist ein Pet, mit dem krieg ich Bonus-EP. Ah, okay. Alle 10 Minuten spuckt der Bonus-EP aus. Aber im Moment skill ich ja nicht. Ich laufe nur rum und sammle was ein. Insane. Weil hier auf dieser Insel, wo ich gerade hingekommen bin. Oh, meine Katze kommt gerade die Treppe runter. Auf der Insel, wo ich hier gerade angekommen bin. Stamm. Entschuldigung. Was Ja, soll ich die ich. Katze mal zeigen? Dann kann ich ein Ja, Cat-Content, Cat-Content. Cat-Content. Direkt für Instagram. Zack, ab dafür. Ach, Instagram geht mir vorbei. Ja, Hakuda, schön family-friendly Hakuda, bleiben. aber bei dir gucke ich auch demnächst wieder zu. Also ich erkläre das gerade mal. Ich habe Hakuda als Freund bei mir auf die Seite hier zugefügt, weil, das Achso. hatte ich Martin gerade eben schon erzählt, ich habe gedacht, hier auf Twitch wird nur gekloppt. Also dass da gerade was all die Streams angeht, dass immer nur Bossfights gezeigt werden. Und Bossfights mache ich nie. Ich habe noch nie einen Bossfight gemacht und werde ich auch nicht. Ich habe da einfach, das macht mir keinen Spaß. Und ich habe aber gedacht, hier gibt es nichts anderes. Und da habe ich falsch gedacht, weil ich habe jetzt hier in den letzten Tagen, weil ich mich mit Twitch auseinandersetze, gesehen, dass es auch Leute gibt, die einfach nur chillen. Du hast ja auch keinen Bossfight gestreamt gestern, vorgestern. Oh Gott, weißt du, ich komme mit den Tagen schon wieder durcheinander. Und da habe ich mir das angeguckt. Mir geht es darum, das Abhängen. Chillen, ne, auf Deutsch. Ja, auf jeden Fall. Genau. Ja, guck mal, wenn du LOL spielst, das ist so hektisch. Ich habe dir vom immer schon, seit wir uns kennen, gesagt, ich möchte
Gaming-Streams machen mit Blümchen pflücken. Blümchen pflücken, Blümchen pflücken, Blümchen pflücken. Guck mal, ich pflück gleich Pilze. Das ist doch schon ganz, ganz ähnlich, ne, mit Blümchen pflücken, oder? Es kommt doch schon ziemlich nah an Blümchen pflücken ran. Ich muss dich eben mal kurz, Moment, dann. Ja, ja, mach du nur. Übrigens, Getty, hi Getty, German or English? I can speak English as well. Ich spreche dann immer beides, das macht Spaß. Juhu, ich habe wieder irgendwas gefangen. 14 von 16, keine Ahnung. Also da habe ich irgendeinen Auftrag von irgendeinem Typ. Getty, German or English? Just German. Ja, man kann. Aber übrigens, ich jammer ja immer rum. Wo stehe ich denn jetzt gerade? Ich jammer ja immer rum, dass ich zwei Sprachkanäle haben will. Ich weiß, ich muss den Pitch noch machen, wenn du nach Francisco fliegst. Mhm. Ich weiß. Dass YouTube. Hast du denn mittlerweile das Dokument mal bearbeitet oder zumindest schon mal durchgelesen? Nee. Ne, dann würde ich sagen, machst du jetzt mal Feierabend mit Stream. Nee. Machst mal tatsächlich das, was wir dir gesagt haben, dass du das machen sollst. Ja, es ist nicht nur immer alles, hier, play the game, sondern ist es auch mal... Das sagt der Richtige. Ja, ihr spielt ja, doch der, selber. Der gerade am Arbeiten ist, genau. Du Witzbold. So, hier auf der Insel ist ja fast nichts, was ich looten kann, aber ich, ach, da hinten, da kann ich Divination machen, Mystic. I'm about, nee, Deutsch, alles gut, super, dann können wir bei Deutsch bleiben. Deutsch. Ich bin hier auf die Insel jetzt, weil ich eine Karte dafür hatte. Jetzt klatsch doch mal die ganzen Monster da. Nein, ich kämpfe doch okay ab und zu. Was ist denn das für ein Geräusch? Ist das bei mir oder bei dir? Was für ein Geräusch? Nee, das ist, glaube ich, hier mein Game. Das mache ich mal gerade aus. Und ja, das war das Spiel. So, jetzt habe ich den Spielton ausgemacht. Jetzt hören wir nur uns beide. Ja, ich liebe diese Musik von RuneScape. Ich hab ja Jagex angeschrieben und die haben mir erlaubt, den Soundtrack im Spiel zu benutzen. Da komme ich gar nicht drüber, ne? Das sage ich jeden Tag einmal, weil ich das so toll finde. Nee, und Hakuda, da gucke ich heute Abend bei dir wieder rein. Und das mit dem Hosten, das weiß ich noch nicht so genau, wie das geht. Das kann man einstellen in den Plugins. Du gibst einfach ein /host und dann den Namen. Und dann kannst du dann automatisch auch sagen, möchte ich automatisch hosten. Wenn du nicht online. Genau. Ja gut, solange derjenige dann online ist. Kann man da auch mehrere machen? Ja, es gibt eine Prioritätenliste. Ah, okay. Das ist ja schön, dass du mir das erklärst. Wer das nicht weiß, ja, Martin ist mein, wie nennt man das, mein Lehrer, ne? Mein YouTube-Lehrer. Mentor, genau. Manager, alles Mögliche. Genau. Und der macht Kanalberatung auf YouTube. Hier auf Twitch nicht. Gibt es sowas auf Twitch auch? Nee, ne? Ja, biete ich auch mittlerweile für Twitch an. Ah. Also ich habe mich jetzt tatsächlich mal mit den Affiliate- und Partnerverträgen hingesetzt und das ein bisschen durchgearbeitet. Ja, ja, also ich bin ja ganz stark interessiert am Affiliate, weil ich ja auch mit Amazon affiliate. Dafür musst du jetzt aber erstmal durchschnittlich 3 Zuschauer haben, genau. An 3 verschiedenen Tagen pro Woche streamen, mindestens 50 Follower haben und so weiter und so fort. Also ja, das hatte ich gesehen. Also wenn man das anklicken will, das Affiliate, dann steht da, du brauchst 50 Follower. Also ich mache jetzt kein Gedöns hier, ne, um irgendwie Follower zu kriegen. Also das auf jeden Fall. Bitte alle hier followen, damit Bärbel endlich mal Affiliate wird. Damit sie mich auch bezahlen kann für meine unentgeltlichen Dienste. Quatschkopf. Ach übrigens, hört man den Martin hier so laut wie mich? Weil ich habe das hier in OBS so eingestellt. Insane ist das. Ich habe dir eben schon mal gesagt, ich guck einen Kanal nur wegen der Stimme. Ne? Also ja. Hakuda, ich gucke einen englischen Kanal, nur weil der Typ so eine super geile Stimme hat. Ich bin eine Frau, ne? Man sieht mal ja. Und da gucke ich nur wegen der Stimme. Da habe ich gestern, der hat anderthalb Aber Stunden... Bei mir guckt sie nur wegen der Facecam, das ist... Nee, ich habe gestern erzählt, warum gucke ich einen Kanal? Aus verschiedenen Gründen. Also nicht, weil ich Bossfights sehen will, sondern weil die Leute chillen und weil ich die Leute mag. Und manche gucke ich, zum Beispiel dein LOL, gucke ich mir nicht jeden Tag, aber oft an, weil ich dich mag. Genau, und weil wir uns persönlich kennen. Diese persönliche Beziehung finde ich so wichtig. Und darum habe ich auch immer die Facecam an, damit man sieht, wer ich bin. Und ich will auch die anderen Leute sehen. Ich hatte einen Skill-Stream von einem YouTuber, von einem Twitcher hier gesehen, von RuneScape. Der hat sich aber nicht eingeblendet. Und das gucke ich mir dann nicht an. Das tut mir wirklich leid. Es gibt Leute, die wollen sich nicht zeigen. Das kann ich absolut verstehen. Aber das gucke ich mir dann nicht an, weil ich möchte schon die Leute sehen.
Na, also man hat so ein bisschen dann das Gefühl, man sitzt bei den Leuten im Wohnzimmer. Hier, Hakuda, bei dir sind ja noch andere durchgelaufen. Oh, ich mache Ingame, worauf ich Bock habe. Hier mal Clues und geh bossen. Genau. Also wenn du bossst, gucke ich mir das nicht an. Das ist halt, ich finde dieses Bossen so unglaublich langweilig. Aber du hast gestern, vorgestern, hast du auch irgendwas geskillt? Bist du da Clues rumgelaufen? Hör mal, ich habe jetzt einen Kanal gesehen. Warst du das? Nee, das warst du nicht. Mit dem Clues, die sich automatisch lösen. Da gibt es irgend so ein Programm, dass die Clues gelöst werden. Okay, das mache ich nicht. Nee, da ist der Spaß ja weg. Aber das ging ratzfatz, ne? Der war in einer Minute. Warst du das? Der war in einer Minute durch. Mit den Sagst du, Clues. das ist wie Cheaten? Ja, ist ein bisschen, ne? Das ist so eine Seite, die löst die Clues für dich. Also diese Schatzkarten, wo ich dir eben von erzählt habe. Die gab es früher auch schon, als du vor 10 Jahren gespielt hast. Aber die sind sehr anstrengend. Also ich meine, das ist ja auch, der Weg ist das Ziel, ne? Wenn es nicht anstrengend ist, hat man sich die Belohnung auch nicht verdient irgendwie, finde ich. Weißt du, was ich Ja. dezent insane finde? Nee. Also meine Videos bekommen ja nicht am Anfang so viele Aufrufe, ne? Aber ich habe jetzt einfach mal gerade meine Top 10 Videos für die letzten 30 Tage angeschaut. Ja. Das sind alles Videos aus der Tomb Raider-Reihe, Shadow of the Tomb Raider. Die haben alle 200 bis 800 Aufrufe bekommen. Ja, da warst du ja auch ziemlich früh, ne, auf YouTube mit. Ja, aber die, wie gesagt, am Anfang hatten die die nicht. Da ist irgendwas ist da passiert. Ja. Die haben tatsächlich aber auch eine relativ niedrige relative Watchtime. Okay. Also die gucken einfach rein, die Leute, und sind wieder weg. Ja, also sie gucken schon zwischen 2 und 10 Minuten, aber bei einem 20-Minuten-Video ist das halt trotzdem nur die Hälfte, ne? Das ist, insane ist das. Aber Insane. gut, sehr gut. Ich sage ja immer, mit Gaming kannst du keinen Blumentopf mehr gewinnen. Ich habe dir das schon tausendmal gesagt. Du kriegst auch nicht so viele Follower durch Gaming, weil alle Game streamen. Ich mache Ja, das hier aus Twitch aus aber ich. Spaß. Ja, ich mach's natürlich nur fürs Geld, hallo. Also Nein, nein, die. nein, nein. Ich habe ja angefangen mit YouTube. Übrigens, genau, das ist das, dieses A1, tralala. Das habe ich schon gegoogelt. Das ist ein Overlay und zeigt nur, was ich machen muss. Genau, vielleicht teste ich das doch mal. Weil ich habe, pass mal auf, ach, jetzt habe ich keine Bank hier in der Nähe. Ich habe irgendwie an die 70 Scrolls in der Bank. Weil die so mühsam sind, habe ich die nie gemacht. Und seit man die stapeln kann, habe ich sie halt gestapelt. Da sind auch jede Menge, irgendwie 26 Elite-Clue-Scrolls. Irgendwer sagte von meinem Clan, mehr als 25 geht doch gar nicht, aber anscheinend doch. Whatever. Übrigens, vielen Dank für die Follows, Geti und Hakuda. Ich sehe das hier gerade im Dashboard. Ich sehe bei anderen Twitch-Streamern immer so ein Ding-Ding-Ding. Das ist wie diese Toolkits bei OBS, wo du dann die Follows einblenden kannst. Das hat Martin mir mal erklärt. Sag jetzt nichts, Martin. Ich habe es nämlich wieder vergessen, wie es geht. Aber das hast du mir eingerichtet. Ja, ich weiß. Hört ihr Martin gut? Hört ihr Martin so laut wie mich? Das ist gerade mal meine Frage. Mal ganz Ja, ich kurz. meine, ich kann natürlich auch mit mehr Volumen in der Nein, Stimme nein, nein. Ich habe sprechen. das auch so eingestellt, dass wir beide etwa gleich laut sind. Klangfuchs. Ey, wie geil ist das denn? Es hagelt Abonnenten. Dankeschön. Das Ja, Abo. wunderbar, Also ich so habe muss das kein Ding, sein. Ding, 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 Ding hier. Aber ich sehe das ja. Ich habe ja Augen, ne? Ich kann ja auch lesen. Ah, Martin ist leise. Okay, dann sorry, sorry, sorry. Das wollte ich nicht. Dann mache Ja, ich den hier. ich bin auch gerade weiter vom Mikrofon weg, ne? Also ich kann auch näher rangehen, so ist das nicht. Da Ja. sehe ich mich natürlich, ne? So, jetzt habe ich dich Ja. aber so laut wie mich gemacht und dann. Aber jetzt werde ich ja insane laut werden dann. Nö, es geht schon. Stimmt, ich reg mich ja nicht auf, ne? Nee. Hör mal. Echt, wenn ihr einen sehen wollt, der so Rage, ne, der so beim LOL, dieses Lord of Ja, Legends, genau. Lord of Lester Alles klar. of Ja, League of Lestern, genau. Genau. So sieht's aus. Genau. Wer bei diesem LOL jemanden sehen will, der sich immer tierisch aufregt und anfängt zu schreien, dann müsst ihr Martins Kanal auf YouTube checken. Aber Ja, Defender 833. genau. Bitte, bitte nur auf Lautsprecher hören, ne, weil sonst grippt Kopfhörer. So. Klangfuchs ist ein schöner Name, das ist bestimmt ein Mädel. Alles, was mit Füchsen zu tun hat, das sind bestimmt Mädels. Genau. Also hier Jetzt auf ist Twitch. Suman hier nicht sein Gender, ne? Vielleicht identifiziert er sich ja auch als was ganz anderes. Ja, das ist ja eigentlich völlig wurscht heutzutage. Ist es alles irgendwie Richtig. wurscht.
wer ist, wie alt man ist. Also das finde ich immer, als ich angefangen habe. Ja, das ist dir besonders wichtig. Ne? Ja, was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Ja. Ich kann nichts. Es wird nicht besser. Ja. Aber als ich angefangen habe, RuneScape zu spielen, bin ich oft noch angegangen worden, weil ich mir einen Namen gegeben habe, wo man sah, dass ich Kinder habe. Ich hieß Chatmom. Kann ich ja mal so sagen. Mein erster Name war Chatmom. Man konnte den dann die ersten Jahre nicht ändern. Und dann bin ich halt als Chatmom rumgelaufen und da bin ich oft angegangen worden, warum ich denn RuneScape spiele, wenn ich schon so alt bin. Und da war ich ja noch viel jünger, ne? Und da haben viele rumgemeckert und das ist aber in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr passiert. Also, da heißt du ja auch nicht mehr Chatmom, ne? Nicht nur das, ich sag doch jetzt jedem, dass ich halt ein älterer Spieler bin, aber ich bin zum Beispiel in einem Clan jetzt hier auf RuneScape, kannst du ja Clans beitreten und da bin ich in einem Clan, da ist alles dabei, also vom Jugendlichen bis zu Großeltern. Genau, da ist alles dabei. Da hat sich Klangfuchs nämlich gemeldet, nee, ist nämlich kein Mädchen. Ah, kein Mädchen, nur Jungs. Ja gut, es ist auch morgens hier auf Twitch ist es in den RuneScape-Streams noch recht still. Da sind noch nicht so viele online, obwohl Hakuda ist auch so ein Abendstreamer gewesen. Ja gut, abends gucke ich dann auch, das streame ich dann nicht, weil da ist meine Familie zugegen. Sprich, ne, Martin, du kennst ja meinen Mann, dann ist der abends zu Hause und dann kommt der immer rein und dann will der irgendwas. Und wenn ich dann streame, da kriegt der schlechte Laune. Und dann streame ich halt morgens, das ist so meine Zeit, da habe ich das Haus für mich. Mein Zockersohn schläft dann noch, weil er die Nacht durchgemacht hat. Das ist, Leute, wenn ihr mir Tipps geben könnt, wie man einen Zocker vom, das ist die richtige Plattform, ne? Leute zu fragen, wie man seine Kinder vom Zocken wegbekommt. Super. Ja, aber ich meine, ich zocke ja auch sehr viel. Hör mal, Martin, das ist, im Moment ist es, gut, er ist immer wach. Ja, ja. Du wolltest was fragen. Sorry, ja, jetzt habe ich es vergessen. Entschuldigung. Ja, das ist dann bei alten Zockern das Problem, ne? Dass die dauernd alles vergessen. Hier in meiner Gilde gestern im Clan, der sagte auch gestern, oh, ich vergesse immer alles. Burner. Ich kann aber zurückspulen in meinem Kopf. Ich habe mit den Eltern Deal gemacht. Ich mache im Haushalt jeden Tag und darf dafür zocken, wie ich will. Das ist ein guter Deal. Ja, Hakuda übrigens hat mich so angesprochen. Der sieht meinem Sohn so ein bisschen ähnlich, weil die meisten, die ich auf Twitch und YouTube kenne, die erinnern mich an meine Kinder. Ne? Du auch, Martin. Ich habe dich ja auch. Ja, ein wenig. Du hast meinen Sohn ja gesehen. Ihr seht euch sogar ein bisschen optisch ein bisschen ähnlich. Und Hakuda auch. Er sieht ein bisschen aus wie mein Zockersohn. Aber mein Zockersohn will nicht streamen. Da hat er keinen Bock drauf. Das verstehe ich gar nicht. Ja, der will seine Ruhe haben beim Streamen, beim Spielen. Ich meine, ich kann das durchaus nachvollziehen. Lost Sun auf jeden Fall. Lost das, Sun, das, ja. Das ist der nächste Shit auf Twitch. Ne? Warum? Streamer Bärbel auf jeden Fall mit Hakuda verwandt. 100% confirmed. Ich möchte immer alle adoptieren, aber das geht nicht. Okay, jetzt nimmt das wieder eine sehr, sehr weirde Richtung, ne? Nee. Ich habe dich doch auch schon versucht zu adoptieren, aber ich habe noch nicht mit deiner Mutter gesprochen. Warum ich auch besser so. Nee, jetzt mal Butter bei die Fische hier. Wir hatten ja sowieso irgendwann mal die Planung, dass wir mal so ein Streamerhaus machen, ne? Das wird richtig nice, sag ich dir. Nimm mich mit. Ich bin dann ja, die Oma. Ich mache nicht eure Wäsche, das sag ich dir gleich. Also die Waschmaschine und könnt ihr ja selber bedienen. Von dir bekocht werden ist auch nicht so das Wahre, ne? Hab ich. Ich kann nicht kochen, echt. Martin kann viel besser kochen. Das? Ja, dann mach du doch die Wäsche, ich kümmere mich ums Kochen. Pass auf, Deal. Deal. Ja, ne? Insane. I wanna be the very best like no one ever was. Auf jeden Fall. Apropos, hier, im November kommt ein neues Pokémon raus für die Switch. Ich habe es schon vorbestellt und ich brauche immer noch eventuell eine Nummer 2, einen Core-Player, weil Thorsten hat sich bis jetzt noch nicht gehört dazu, zu dem Thema. Was mit Pokémon? Ja, ein neues Pokémon-Spiel kommt raus. Ah. Also was heißt neu? Es ist halt Pokémon Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee, ne? Also die Evoli. Und ist halt für die Nintendo Switch, soll halt Crossplay sein mit Nintendo Let's, also Pokémon Go heißt das Spiel. So, von Nintendo, von Niantic. So, jetzt, ich kümmere mich ums Essen, ich bin sehr logisch. Lieferservice anrufen. Also Pizza in den Ofen, das bekommt Bärbel auch noch. Ja, das kann ich. Alles in 10 ist das. Nee, wie gesagt, es geht wieder in die Kanto-Region für die Leute, die
die sich ein bisschen in Pokémon auskennen. Und es soll halt tatsächlich ein Koop-Game sein. Und da bin ich ja schon dabei. Ne? Also da sehe ich mich auf jeden Fall. Okay. Also du suchst noch jemanden, der mit dir spielt. Also ein Aufruf an alle. Aber er ist, also Martin ist YouTuber. Aber richtig, ne? Da wird auf YouTube gestreamt hier. Ja. Ich weiß noch nicht, ob wir streamen oder ob ich das als Video on Demand mache. Da werde ich aber eine Umfrage auf meinem Community-Tab starten. Aber du hattest auch Performance-Probleme neulich, ne? Mit YouTube. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das an YouTube liegt oder bei meinem Rechner, weil ich hatte gestern auch das Problem, dass der beim Arbeiten zweimal einfach ausgegangen ist und sich neu hochgefahren hat. Ah, okay. Ja, du hattest, genau, du bist getrennt worden. Ja. Disconnects hattest du einmal bei dem einen Stream. Ja. Ah. Ja, aber. Ja, das war sehr bitter. Also, ich meine. Es wäre jetzt nicht schlimm, wenn der, also ich meine, der ist halt 3 Jahre alt, ne? Der kann halt langsam in die ewigen Jagdgründe eingehen, weil das sind halt 3 Jahre Dauerbetrieb, ne? Das ist halt praktisch wie 6 Jahre im normalen, ich mache ihn zwischendurch auch mal aus. Ja, okay. Aufrufsuche, billigen, willigen Koop-Partner ohne große Erwartungen. Ja, genau, so sieht das aus. Nee. Martin ist auf YouTube. Du bist mein Held. Auf YouTube bist du mein Held. Ja. Du hast jetzt zwar nicht so den Riesenkanal, aber schon respektiv. Du bist auf die 2000 gehst du jetzt zu, ne? Ja, genau. Im Moment sogar wieder stärker denn je. Ah. Denn, wie viele ja wissen, ne, ich mache ja Beratungen und konzeptioniere auch Werbung. Und eventuell habe ich aktuell eine Werbung für meinen Livestream laufen. Und da sind jetzt mir in den letzten Tagen ein paar Abonnenten zugelaufen. Hm, gut. Ja gut, ihr könnt euch hier bei Martin bewerben, ne? Für Pokémon Tralala Streams. Keine Ahnung, das spiele ich nicht. Ja, ihr könnt euch natürlich auch sehr, sehr gerne mit euren Gaming-Kanälen bei meiner Agentur bewerben. Denn im Early und Mid 2019 habe ich auf jeden Fall mehrere Anfragen für Product Placements für Spiele von Indie-Entwicklern, von deutschen Indie-Entwicklern. Ah, läuft's jetzt endlich, ja? Ja, genau, wir hatten ja mal kurz drüber gesprochen gehabt. Ich habe das auch schon angeteasert auf meiner Facebook-Seite zu dem Thema. Da suche ich aktuell noch Content-Creator, die da eventuell sich ein bisschen was dazu verdienen möchten. Ja, also lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Insane. Guckt euch an. Genau. Kann man aber, hier auf Twitch, ja? Was? Nee, schon gut. Nee, ich wollte sagen, dass ich jetzt wahrscheinlich gleich zum Thorsten in den Discord gehe und mit dem ein bisschen quatsche. Ja, schöne Grüße, oder das kann ich kann auch dazu. Ja, da weißt du was, dann machen wir das doch einfach. Ja, gleich, machen wir gleich. Ich muss dann hier erstmal... Machen wir nicht gleich, machen wir hier so zack. Ja, aber dann ist er ja in meinem Stream. Ja. Mama. Alles Fischer, gut. Thorsten, du bist... Der jetzt ist Thorsten. Thorsten, du bist live. Ja, genau, du bist auf Twitch im Stream, in meinem Stream. Mein Gott, diese Dynamik. Wir haben hier voll die Dynamik. Thorsten ist ein anderer YouTube-Freund. Also wir sind lauter YouTuber hier. Boah, ich fühle mich richtig schmutzig jetzt, ne, weil wir alle auf Twitch sind. Danke. Ich twitche. Thorsten Fischer. Wie kannst du nur? Komm, darf ich ein bisschen angeben? Wie viele Abonnenten hast du gerade auf YouTube? Ja, ich? Ja. 25.000 noch irgendwas. Ich übersetze mal, weil er hat einen komischen Dialekt. 25.000. komm, gib's doch zu, er hat einen Dialekt. Was, Thorsten? Wir nicht. Nein. Wir haben keinen Dialekt. Das ist ein Sprachfehler. Das ist ein Sprachfehler. Nee. Thorsten, wie geht es dir? Hallo, Lutscher. Hallo. Boah, da macht der hier schamlos Werbung, ey. Der Martin macht an meinem Kanal macht Werbung. Dir, wenn du schon so groß Werbung gemacht hast, verrätst du auch uns, wie dein Unternehmen heißt. Ja. Darauf geantwortet. Genau. Mann, unglaublich ist das mit dir. Unglaublich. Und Martin ist mein Kumpel. Ich sage mal mein YouTube-Kumpel. Ja. Genau. Und Thorsten auch. Ja, Thorsten nicht. Thorsten hat sie nämlich mal eine umhäkelte Mütze versprochen. Ja. Seit vor 3 Jahren und die ist noch nicht angekommen. Das könntest du doch eigentlich mal machen. Du machst irgendwie hier so ein Autoskilling an und dann häkelst du einfach mal dabei. Ja. Gibt es Autoskilling auf RuneScape? Also ich meine, das, was ich hier mache, ist gerade auch AFK, ne? Das ist total AFK. Ja, eben drum. Ja, aber ich hab so einen Tick. Also wer das Spiel schon lange spielt, vor 10 Jahren oder so, da hattest du einen 30-Sekunden-Lock-Off.
Ja, nach 30 Sekunden Inaktivität wurdest du ausgelockt. Und das kriege ich nicht mehr weg. Das kriege ich nicht mehr weg. Ich muss die ganze Zeit klicken. Also wer das vielleicht hier sieht, ich klicke die ganze Zeit. Also ja. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass es da keine Möglichkeit gibt, das auszustellen. Ja, das ist ja jetzt, es ist ja nicht mehr. Das ist ja schon lange. Vor 10 Jahren haben die das auch. Ja. Auf jeden Fall. Hinkeln ist super. Ich habe damals, als ich in Berlin bei der YouTube-Party war, habe ich bei Just Miko, ne, die hat, glaube ich, irgendwas 30 Stunden, haben wir zusammen gechillt und die hatten einen Häkelkanal. Und da habe ich häkeln gelernt tatsächlich. Das ist richtig lustig, Leute. Macht das mal. Also hier ist mein Häkelzeug, ne? Möchte ich nur mal so sagen. Jetzt hatte ich das Mikro gerade. Hier ist mein Häkelzeug. Ja, mach mal. Nee. Mach mal irgendwas Cooles. Ich hab dir das ja, als Berater habe ich dir da ja schon was gesagt. Ja, guck mal, wenn ich jetzt hier Game und BB, da habe ich, das sieht jetzt ein bisschen merkwürdig aus, da habe ich dann eine Kamera aufs Gesicht und eine Kamera auf dem Tisch. Habe ich gerade kurz eingeblendet. Und dann kann man meinen Tisch sehen. Ich bin, aber wer das nicht weiß, wer jetzt hier dazugekommen ist, Häkelstream. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Werbel ist nämlich eigentlich Bob Ross reincarnated. So, das darf man niemandem erzählen. Sicher, jetzt gucke ich sogar dir extra zu. Ne? Ich extra auf Twitch eingeloggt, nur um Werbel zuzuschauen. Sicher. Abonnieren, bitte. Abonnieren. Das heißt doch folgen, oder? Was weiß ich. Ja, eben ein Follow da. Oder so ein Herz. So ein Herz, genau. Ach, ich halte deine. Ich halte. Es wird gefordert, Bärbel. Es wird gefordert. Jetzt musst du auch deliveren. Das geht gar nicht. Ja, selbstverständlich geht das. Übrigens, wer das nicht weiß, es gibt Häkelbücher von mir. Ihr könnt Häkelbücher von mir auf Amazon kaufen. Guck mal, Bärbel Born. Ist jetzt kein Geheimnis, wie ich heiße, oder? Bärbel Born, Häkelbücher. Sockenhäkeln. Sockenhäkeln 1 und Sockenhäkeln 2. Das ist kein Witz. Das ist so. Nein, oh, kann man hier einen Amazon-Link einbinden? Geht das? Kann man das? Ah, nee, da. Oh, ein Affiliate. Jetzt bin ich ganz aufgeregt. Amazon. Ja, musst du aber mit Werbung bitte deklarieren, ne? Wir wollen ja hier keine Schleichwerbung machen. Ja, nee, dann nicht. Sockenhäkeln. Dann mache ich es ohne Affiliate. Nee, das bin ich. Wo bin ich denn? Oh, haben die das? Ach, da. Raffinierte neue Modelle. Das erste Buch gibt es schon nicht mehr, leider. Was? Es gibt so viele Sockenhäkelbücher. ich werde jetzt mal ohne Scheiß. Ich habe das erste Sockenhäkelbuch, ja, nicht das erste geschrieben, aber ich war die erste Autorin, die eins. Wie mache ich denn jetzt einen Link ohne Affiliate? Ich war die erste, die ein Sockenhäkelbuch gemacht hat, was aber dann nicht rauskam von der Firma. Toll. Ja. Sauerei und dann kommen sie alle auch, ja. Kann man, ist das, das ist kein Link, ne? Oh Gott, sorry, ich habe jetzt keine Ahnung, ich muss ja hier auf meine EP achten, ne? Chippy! Das ist in der Tat ein Ref-Link, das steht /ref und dann eine Kennung dahinter. Aber ist kein Affiliate. Ist kein Affiliate. Der Link ist hässlich. Ja, das ist wohl richtig. Der ist porthässig. Sorry, ich krieg das jetzt auf die Schnelle nicht hin. Deshalb brauche ich 50 Follower hier, damit ich affiliaten kann bei Amazon. Ich habe wieder so geile Spam-Nachricht gekriegt, Martin. was hast du denn für eine Spam-Nachricht? Aber das ist mein Sockenhäkelbuch Nummer 2. Kauft euch das nicht, weil wenn man das erste nicht gelesen hat, versteht man das zweite nicht wirklich. Und ich wollte es nur erwähnen, damit ihr nicht denkt, ich denke mir was aus. Also das ist mein Sockenhäkelbuch. Nox Waste. Noxp, was ist ein Noxp? Och, bring mir das bei. Noch ein Abonnent. Wer war das jetzt? Lutscher 3. Oh. Und der Fischer rockt es. Dankeschön. Bärbel, da steht No XP Waste. Ach so, für sorry. Experience, weil du ja gerade noch am Skillen bist. Mann, insane. Jetzt muss ich dir schon erklären, was du in deinem Stream machst. Ja. Ich habe nie behauptet, dass ich das kann. Aber man kann es trotzdem tun. Man kann was tun, wovon man keine Ahnung hat. Ich koche ja auch jeden Tag. Ich koche jeden Tag, weil meine Familie Hunger hat. Ja, ich bin hier die Hausfrau. Und es schmeckt, manchmal schmeckt es, manchmal nicht. Also, ne? Jetzt kann mein Mann ja auch nicht sagen, ey, du kochst nicht, weil du kannst das nicht. Ja, dann muss das besser. Also, ne, wenn du was zu kritisieren hast, dann mach es doch besser. Genau. Ja. Genau, 5 Follower today. Ey, ich fass es nicht. Guck mal, ich werde noch berühmt. Ich werde noch auf Twitch, werde ich berühmt und dann höre ich auf zu YouTube. Du musst einfach mit uns streamen. Dann läuft das ja, nee, aber was ich gerade noch erzählen muss, wer hier guckt. Jetzt, nein, ich bosse nicht. Niemals. Ich habe noch nie gebossen. Ich war noch nie bei einem Boss und es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die haben gesagt, oh, wir gehen mal mit, wir zeigen dir das. Nein,
Nope. Aber ich bin ja Bastler und ich habe vor 10 Jahren oder so angefangen mit YouTube, weil ich Bastelvideos gemacht habe. Und das ist mein Ding. Ja, nur habe ich. Da sieht sich Bärbel. Genau. Das ist mein Ding, aber es steht doch in der Beschreibung No Boss Fight. Hallo. Ja, du willst mich aufziehen, ne? Super. Lutscher. Lutscher, wer schon Lutscher heißt. Ja. Aber ja, du wirst lachen. Also ich habe eine Community, sagen wir mal so. Eine Bastler-Community. Übrigens, ich habe mich ja vor ein paar Wochen auf Facebook abgemeldet und jetzt bricht mir meine Community weg. Das ist die Strafe. Wenn man sich von Facebook abmeldet, reduzieren sich deine Kontakte im realen Leben auch. Ich melde mich, glaube ich, von WhatsApp ab, wenn sie das durchziehen mit Werbung mache in WhatsApp. Das nervt mich. Ja, wo will man sich aber dann noch austauschen? Weil ich habe ja immer noch nicht den Community-Tab auf YouTube. Discord. Google Plus. Also wer das nicht mitbekommen hat, vor 2 Tagen wurde announced, dass wegen einer Data Breach Google Plus eingestellt wird. Nein, ne? Doch. Das ist ein Witz jetzt. Wir haben keinen April oder so. Nee? Das ist wahr. Du fandest das Netzwerk hier so toll, Bärbel. Weil das aufgeräumt ist. Ja. Und weil man da auch das, so... Das fanden die Firmenkunden auch alle toll, weil sie aufgeräumte Kundeninformationen bekommen. Ach, Mann. Ja, aber wo willst du denn noch hingehen? Ja, nirgendwo. Nach Discord. Wo denn sonst? Ja, aber mit meinen Bastelmädels Discord funktioniert Discord dafür halt die nicht. Das ist denen zu kompliziert, zu fremd, whatever. Was ist denn mit denen? Hallo? Ja, Martin, du brauchst Facebook. Du brauchst tägliche Nachrichten, um dich drüber aufzuregen. Ja, gut. Und da funktioniert der Netzwerk. Wenn ich mich täglich aufregen will, dann kann ich auch nach Twitter gehen. Ich habe doch dieses Buch gelesen da von diesem einen Autor, warum man seine Social Media Accounts löschen sollte. Und ich finde das nicht mehr. Das liegt hier irgendwo rum. Ich habe das schon wieder verschlammt. Ich habe ein Problem mit meinem Haushalt hier. Ich finde nichts. Aber das lest mal durch. Und dann meldest du dich auch mit Facebook ab. Genau. Aber da steht nichts Neues drin. Alles, was da drin steht, habe ich vorher schon gewusst. Es war nur nett, das mal von einem Fachmann bestätigt zu bekommen. Warum man das hätte ich dir gerne erklären, dass Daten geklaut werden, die ausspioniert werden und so weiter. Nicht nur das, du wirst ja auch psychologisch gelenkt. Und weil du sagtest, dieser ganze Shit, der da geschrieben wird, vor allen Dingen auf Facebook, das ist ja, weil das vom Algorithmus belohnt wird. Das Engagement, das kennen wir alle, ne? Engagement wird belohnt und weil negatives Engagement einfacher zu erzielen ist als positives Engagement, wird das negative Engagement mehr belohnt als das positive Engagement. Nee, oder du hast Kollegen, die zu dumm sind und jeder Scheißklave und jeder Scheiß teile, obwohl es ihre nicht Sinn kann, weil es irgendeine Baukasten-Homepage ist. Ja, aber auf vielen sozialen, auch auf YouTube und Twitch, ja. Ich habe ein paar Tage hier mir Twitch-Streams durchgelesen, wo viele sind. RuneScape zum Beispiel. Wenn RuneScape streamt, sind 2000 Leute online. Und dann wird ein Müll geschrieben, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Oder die Bob Ross. Bob Ross ist hier eine Legende, oder? Warum eigentlich? Bob Ross ist auf Twitch eine Legende und der hat dann 1000 Leute, die zugucken und die schreiben nur Müll. Ja, und dann habe ich zu meinem Sohn gesagt, nee, das ist ja schrecklich auf Twitch, da schreiben die Leute nur Müll. Bei mir Gott sei Dank nicht, danke, dafür das kein kommt Müll noch. Das kommt noch. Nee, dann höre ich das auf. Weil mein Sohn sagte, das ist normal auf Twitch. Und ich finde das nicht normal, wenn auf einer Plattform so viel Rage und Hass und sowas alles verbreitet wird. Und darum bin das ich ist da egal. Das ist egal, was für Plattform du hast, ob das jetzt Twitter ist, ob das Facebook ist, ob das YouTube ist oder ob das Twitch ist. Irgendwann hat man so ein gewisser Fame hast, kriege ich irgendwann den Hass ab. Ja, aber das ist nicht richtig. Und darum habe ich mich bei Facebook abgemeldet. Das war der Hauptgrund, warum ich Facebook den Rücken gekehrt habe. Dieses, okay, drei Gründe. Aber da mache ich noch ein Video zu. Das sage ich seit 3 Monaten. Ne? Ich hatte drei Gründe, warum ich mich da abgemeldet habe. Der Zwang, die Zeit und der Rage. Genau. Die Zeit, die man da verbringt. Boah, 5 Follower heute. Danke. Ich meine, ich werde nicht so viele Kanäle followen. Ich habe Hakuda, den habe ich jetzt verfolgt und hier bei mir. Ich werde dich auch noch, wie heißt das? Hosten, wenn ich lerne, wie das geht. Aber das kann Martin mir dann erklären. Ja, der hat eben irgendwas mit Slash blablabla gesagt, aber das, wo kommt denn das Slash dann rein? Keine Ahnung, sag's nicht, ich lerne das noch. Ich kann das ja lernen. Ja. Nee, und meine Söhne hatten dann gesagt, geh zu Twitch, da ist alles schöner, ja, von wegen, ne? Dann guckst du dir einen Bob Ross-Stream an und ey, dieser Hass, der da aus den Leuten aus der Nase tropft, also das ist ja ekelhaft. Saved. Martin möchte mit mir noch ein bisschen StarCraft gleich spielen. Ja, das können wir gerne machen.
Das ist so, das ist, Bärbel, das ist so unser Spiel, um unser Hass abzubauen, Stress abzubauen, Das stimmt, ne? Das ist kreativ. bei StarCraft kann man echt gut miteinander auch reden. Wir brauchen ein Spiel, um miteinander zu reden. Nimm RuneScape. Guck mal, wie chillig das ist. Das ist so chillig. Guck mal, ich stehe hier die ganze Zeit und klicke Nee, und rede mit das euch. ist einfach, wir machen uns dort die ganze Zeit doof. Oh, wir hassen uns da Ach drüber, so. weil Martin manchmal die Flanke oder ich Scheißdreck baue oder Martin verbaut sich oder ich verbaue mich. Dann verliere mal oder wir gewinnen gerade so in den letzten Sekunden. Komm, wenn ihr mit mir RuneScape spielt, gehe ich mit euch zu irgendeinem Boss. Weil da bin ich auch scheiße. Dann sind wir alle gleich scheiße. Dann sterben wir gemeinsam oder so. Weißt du was, das können wir gerne mal machen, Bärbel. Aber lasst uns das doch mal für Dezember ins Auge fassen. Vorher komme ich da nicht zu. Genau. Und dann lese ich mir vorher noch durch, welche Bosse es gibt. Keine Ahnung, es gibt so viele. Dann gehen wir zu dieser Spinne. Ich glaube, die ist ganz schwer. Kann man da zusammen hingehen? Ich weiß es gar nicht. Araxi. Ach, man kann das hier irgendwo sehen. Ah, da gab es einen Reiter. Mir kaufe Bärbel einfach eine Switch. Sie soll mit uns ARK spielen oder Nintendo oder Mario Kart oder Mario Party. Ja, Echt? das wäre doch was. Nee, ich will nicht Auto fahren. Das habe ich einmal bei Senioren zocken gesehen, wie die Mario Kart gespielt haben. Das fand ich so schrecklich. Sehr gut. Wie die alten Ja, Omas. also ich hätte schon Bock, mit dir Switch zu zocken, Bärbel. Also, da sehe ich mich ja schon. Ich habe mir die. Das ist jetzt kein Scheiß. Ich habe mir die Switch gekauft, um eigentlich mit Martin Mario Kart zu spielen. So, das ist Ja. bis heute, bis dato nicht erfolgt. Nee, Warum? weil er einfach 150 Stunden in Skyrim reingesteckt hat. Der Bock. Obwohl ich das Spiel auf dem Rechner Ich weiß auch nicht, was da los ist. Thorsten, die E-Mail hast du doch schon mal bekommen, oder nicht? Wo ist der Ja, 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 Bossreiter? ja, ja. Bloß die ist jetzt ein bisschen abgewandelt. Araxi, da, das habe Okay. ich gesucht. Das ist die Siehst du? Spinne. Die seht ihr dann gleich im Stream, obwohl ihr guckt das ja gar nicht. Learn. Guck mal, das kann man lernen, wie man die Spinne töten kann. Ja, insane. Da war ich noch nie. Aber es ist halt schon geil, ne? Es ist halt echt. Ja, auf jeden Fall. Sollten Habt wir ihr auch mal machen. die Schreiben wir am Barrels-Bosse? besten Bärbel mal als E-Mail direkt. Oh, das sind Bosse. Natürlich war ich da schon. Das musste man ja machen vor ein paar Jahren. E-Mail, genau. Zeigt mir. Habt ihr das schon mal gestreamt, damit ich mir das angucken kann? Was? Hä? Was? Nein, 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 wir reden gerade über eine andere E-Mail. Ach so. Ja, Okay. wir reden gerade wieder nur Scheiß. Nee, Aber schon, ich schon gut. habe eventuell auf Twitter dazu aufgefordert, dass man dich wohl followen soll. Was? Wann? Wo? Was? Nein, was? Nein, was? Twitter lese ich auch nicht mehr. Also ich lese kein Facebook Warum? mehr. Also habe ich abgemeldet. Ich habe mich bei Facebook abgemeldet. Nicht gelöscht, das ist was anderes. Ja. Abgemeldet ist ja die Soft-Version von Löschen. Ja. Twitter lese Aber ich Twitter gar ist doch nicht. super. Das ist mir so verwirrend. Da kommt so viel. Es ist Noise. Hey. Es ist Noise. White Noise, Black Noise. Who knows? So, ich hab dich, Ist ich Anno hab dich. 1800 jetzt eigentlich schon raus? Ich glaube nicht. Ach, da steht Ich Hosten. bin aber kein so Fan mehr von Anno irgendwie. Ja, das Neue sieht Hostet eigentlich geil dich aus. automatisch. Da Was ist habe ich Hosten. in Doka? 15, noch was über Guck. Das Ich war finde eigentlich ganz gut. ja auch das Dashboard hier auf Twitch echt awesome. Da könnte YouTube sich mal eine Scheibe von abschneiden. Zusammenarbeit. Just Na, saying. Dinge, über die ich nicht reden darf, ne? Ja, nee, ist schon gut, aber ich meine, gut, dieses ganze Gaming auf YouTube hat ja auch erst angefangen, als Twitch rauskam oder groß wurde. Da war so quasi so ein bisschen so ein Konkurrenzdruck dann vorhanden. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, Schuster, bleib bei deinen Leisten. YouTube sollte sich auf andere Dinge konzentrieren. Das sage ich ja auch immer, kann ja auch jeder wissen. Und Twitch dann das Streamen überlassen, weil YouTube ist eine andere Plattform für andere Dinge toll. Ich habe immer hier, ich rede ja da gebetsmühlenartig davon, dass ich hier so als quasi YouTube-Reporter in der Stadt unterwegs bin und dass alle Leute mir verbieten, sie zu filmen. Ja, Das geht. einfach kacken dreist, Stimme verzerren, Dingens drüber. Gaussfilter drüber. Ja. Einfach weiter aufnehmen. Ja, du hast recht. Das müsste Ja, ich, ich ja. meine,
Also ich könnte jetzt eine Anekdote erzählen von einem alten Mann, der sich jahrelang dagegen gewehrt hat, ein Smartphone zu benutzen. Ja. Und der, seitdem er ein Smartphone wieder hat, ein Sozialleben wieder hat. So, weil er sich vorher nämlich hat abhängen lassen. Decent ist im Angebot bei GOG für 3 Euro. Ach, ich habe das Spiel geliebt. Also ich habe gerade noch nachgeguckt. Ne? Ich habe Anno 2070 und Anno 2205 gespielt. Beides grandiose Titel, wie ich finde. Habe ich auch viel zu viel Zeit eigentlich reingesteckt. Und Anno 1800 sieht halt nice aus. Das ist schön. Oh, das würde ich auch spielen. Was Anno, Martin. Anno ist Aufbau. Ja, das da. Das habe ich auf der Gamescom gesehen. Das war toll. Aber 60 Euro. Martin, die sind ja schon erkennen, oder? Kennst du die denn nicht, dass die einen sponsern können oder so? Was, Ubisoft? Ja, also ich kenne niemanden bei Ubisoft, aber mit dem verstehe ich mich nicht so gut. Ja, das, okay. Das ist halt so. Ja. Man kann nicht mit jedem... Was hast du gesagt, Thorsten? Decent. Decent? Ja, sagt mir was. Das ist... So mit Raumschiff und so, das war ganz groß in der 1995. Ja, 1995. Ach, ich habe das Spiel geliebt. Mein Junge, ne? Du musst bedenken, 1995 war ich ein Jahr alt. Achso, Entschuldigung. Entschuldigung. Ach, damals, ich weiß, da war ich schon alt. Ja, also, dass Bärbel da schon uralt war, das wissen wir ja alle. Ah, das war so, das war Decent, was eins von der ersten Spiele, wo ich damals auf meinem eigenen Rechner gehabt habe, mit 3 oder 4. Ich habe das geliebt. Ich fand es zwar tierisch grauenhaft, weil es immer so dunkle Gänge und so gab hat, aber es war geil. Mit einem Raumschiff da rumzufliegen und lo. Ein Träumchen. Ja, jetzt mach doch mal da was. Du läufst die ganze Zeit nur im Kreis, Bärbel. Nee, ich hab gefarmt. Hier, EP. Ach, es gibt Objektsets, um Gottes Willen. Ja. Das war ein geiles Spiel. Toonstruck. Ja, da kannst du so Voreinstellungen pre. Ja, ich kenne das von genau. Monster Hunter. Ja, weil das sonst wirst du verrückt. Ich habe nur leider 5. 5 ist viel zu wenig, aber die anderen muss man bezahlen. Da musst du Geld für bezahlen. Achso, ich dachte, du bist. Ach, geil, das ist ein Deutsch. Wie geil ist das denn? Als Member hier, die 5 hast du umsonst als Member. Und die hier. Ach so, dann musst du nochmal extra zahlen oder was? Ja, wenn du die anlocken willst, musst du hier Rune Coins, Loyalty Points. Ja, das mache ich aber. Ich habe 1.456.768 Loyalty Points. Aber Moment. Ist auch egal. Aber es ist halt begrenzt. Es ist nur für ein paar Wochen. Ich mag keine begrenzten Sachen. Ich mag Dinge nicht, die zu Ende gehen. Deshalb eigentlich, das Leben ist endlich. Das ist auch schon frustrierend, aber da kann man leider nichts dran ändern. Aber alles andere mache ich lieber Sachen, die unendlich sind. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ja. Deshalb. Ich glaube, ich kaufe mir das Spiel eine Weile. Ach, Thorsten. Toonstruck, das habe ich als Kind gespielt. Ja, aber... Kannst du das war wie Simon the Sorcerer, nur geiler. Babys, guck mal, ich hab Pilzbabys. Ja, Pilzbabys. Wobei Simon the Sorcerer auch geil. Bärbel baut auch im realen Leben Pilze an. Ja, wusstest du das nicht? Ja, auf jeden Fall. Ich hab Pilzbabys. Oh, ganz viele Pilzbabys. Hat eine Magic Mushroom Farm? Hab ich. Ja, staunst du aber, ne? Ein Baby, noch ein Pilzbaby. Wir davon lassen. Meine Pilze haben ganz viele. Ich meine, dass Pilze Babys kriegen, ist ein bisschen schräg, aber wer bin ich schon? Das. Pilze sind ein sehr faszinierendes Mid-Building zwischen Pflanze und Lebewesen. Ne? Also das. GOG ist schon eine geile Plattform. Das auf jeden Fall. Dünger. Jetzt mache ich das mache ich eigentlich so ganz automatisch. Ich mache Dünger, dann pflanze ich Blümchen. Was ich aber sehr schade finde, dass es in letzter Zeit keine gute Star Trek und Star Wars Spiele mehr gab. Ach, Spiele, okay. Das stimmt. Ich wollte gerade sagen, hier die neue Star Trek Discovery fand ich eigentlich sehr gut. Da kommt jetzt bald 2019 kommt die neue Staffel raus, da freue ich mich schon. Ich spiele keine Staffel, ich spiele Spiel. Ja, ja, die Klingonen-Kostüme waren overpowered, aber wer fragt mich schon? Helos, also von Mykes, der Pilz, und Helos, der Nagel. Plural Mycelien, auch Mycele oder Mycele, ist die Gesamtheit aller Hyphen der fadenförmigen Zellen eines Pilzes oder Bakteriums. Beispielsweise auch Streptomycetien. Die einzelnen Hyphen sind meist mit bloßem Auge nicht zu erkennen, lassen sich aber bei Dunkelfeldbeleuchtung sichtbar machen.
Milzele mit dichter Lagerung der Hüften sind jedoch mit bloßem Auge zu sehen. Beispiel Schimmelpilz-Milzele in sonst klaren Fruchtsäften. Ich habe ein Drachenei, ein neues, wo ich mich immer tierisch drüber freue. Ich hatte gestern auch eins und das heißt Nerva. Das nervt, Nerva. Aber das hat Frost Breath, das ist schon mal sehr gut. Das versteht ihr? Warte. Nach der Aspirantin, ja. Ja, ja wollte ich gerade sagen, Aspirantin. Ja. Starcraft. Ja, auf jeden Fall. Mutation wäre ja mit Aspirantin, ne? I have no idea what you're talking about. Ihr redet, ihr redet in Zungen. Ja. Ihr redet in Zungen. Sei froh. Ja, komm, jetzt schaufel da mal erstmal dein Drachenhäufchen weg. Ja, das macht Spaß. Die wachsen immer nach. Alles klar. Tschüss. Also Bärbel wird jetzt auf jeden Fall erstmal gedoxt und dann erstmal einen schönen dicken Haufen vor die Haustür gedrückt, weil sie hat ja Spaß daran. Bist du ein Drache? Auf jeden Fall. Wenn Martin eskaliert, ja. Das wäre doch mal ein Kostüm für Cosplay. Auf jeden Fall. Richtig gut. Mit dem Fender der Drache. Wenn mein Tier wieder reinfiedelt, dann werde ich auch zum Drachen. Ich brauche noch so ein Tier hier, was explodiert. Da kriegt man einen Erfolg auf RuneScape hier. Ja, dann kauft ihr noch eins, das explodiert. Nee, die muss man züchten. Level 108. Farming 108 übrigens, by the way, falls es irgendjemand interessiert. Habe gerade gelevelt und ich habe jetzt, seit die Farm für die RuneScape-Spieler hier unter uns, seit die Farm rausgekommen ist, 2 Level dazugekommen. Also, und zwar so ganz nebenbei. Da macht man ja nicht viel. Also, das so, ist aber ich gehe jetzt awesome. Aus dem Stream. Genau. Aus dem Stream und wir machen eigener Chatroom, weil schon wird es gleich ein bisschen laut. Eben drum. Alright, bin auch. Siehste, da hier, Hakuda muss auch weg, Bosse hauen. Ja. Das will ich alle alleine. Nein, ich mache jetzt auch aus. Ich will nicht mehr so lange. Eine Stunde 20. Weil abends guckt der Marco sich das noch an. Das ist auch ein ganz lieber Gamer, den ich neulich kennengelernt habe. Ich lerne so viele nette Leute kennen hier über YouTube und dann jetzt neuerdings auch über Twitch. Und der guckt sich das abends immer an und dann denke ich mal, wenn er von der Arbeit kommt und sich hier 2 Stunden Stream anguckt, das ist doch Stress, das geht doch gar nicht. Aber bei YouTube kann man doppelte Geschwindigkeit, das ist übrigens toll, ne? Da kann man dann die doppelte Geschwindigkeit machen, aber wenn ich so schnell rede wie jetzt, dann braucht die doppelte Geschwindigkeit, kann man die überhaupt nicht mehr verstehen, weil dann kann man gar nicht mehr verstehen, was ich sage, wenn das noch doppelte Geschwindigkeit. Man kann aber auch die halbe Geschwindigkeit machen, das habe ich auch mal gemacht. Halbe Geschwindigkeit und dann könnt ihr verstehen, was ich sage. Hey! So, das heißt... So, wir sind raus. Genau. Dankeschön, danke für den Besuch. Wer will, muss auch mal bei mir vorbeikommen. Also ja. Real Life, mit. Ja, ja. Martin, bitte lass uns doch... Emma, da reden wir jetzt seit Jahren von, ja? Ja, wir haben schon gesagt, Thorsten, wir machen einfach eine Streamer-WG auf. Ja, ja. Genau. Aber ja. Wir kennen, aber ey, ohne Scheiß, ich brauche nur, dass mein Bruder nicht da ist, dass er Urlaub hat. Und dann könnten wir echt doch richtig geil produzieren, weil du musst überlegen, ich habe ein Büro und ich habe ein Wohnzimmer. Mhm. Ich kann das komplett verkabeln. Martin, bitte, dann lass uns doch da mal hinfahren. Ich bezahle den Sprit. Ja, im November ist das ja geplant. Deswegen habe ich ja im November keine Zeit, mit dir RuneScape zu spielen. Das ist jetzt eine blöde Ausrede, ne? Nein. Das ja, ist, und das was ist mit heute ist, oder morgen? Oder egal. Aber dann lass uns... Ich mich doch erstmal anziehen, bevor ich aus dem Haus gehen kann. Bilder im Kopf. Nein. Ja. Oh mein Gott. Nee, ja, aber gut, Hakuda ist jetzt weg. Das stimmt ja so auch nicht. Ne? Also ich war ja heute schon aus dem Haus. Genau, ich jetzt. War ja schon in der Uni. Ich versuche gleich das zu lernen, wie man hostet. Dann hoste ich Hakuda automatisch oder so. Slash genau. Host und dann den Namen. Ja, aber wo rein denn? Einfach in den Chat. In den Chat. Slash Host. Und dann Hakuda. Enter. Wie wäre es mit einem Raid auf Hakuda? Nein, ich mache keinen Raid. Das schlägt doch Twitch mir ja, vor. Ja, aber ich glaube, du kannst den Host nur machen, wenn du selber nicht online bist. Hosten? Aber du streamst ja gerade. Ja. Möchtest du diesen Kanal automatisch hosten, wenn du... Ja, genau. Ja, super. Ja. Hoste zurzeit Hakuda. Läuft das jetzt automatisch? Switcht das dann rüber auf Hakuda, wenn ich hier noch... Ja, genau. Also bei mir steht jetzt hostet gerade Hakuda. Ah, ja, dann bin ich ja, dann hört man mich ja nicht mehr, oder wie? Richtig. Toll. Nee, aber ich will doch tschüss sagen. Das ist zu spät. So, ich gehe rüber zu Thorsten. Tüdelü. Okay, tschüss. Gut, jetzt habe ich keine Ahnung, wie das jetzt geht, aber,
Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Aber egal. Ich hoste Hakuda. Und jetzt bin ich weg. Oder wie? Auf jeden Fall mache ich den Stream dann aus. Ich habe keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Und das Ganze geht ja dann rüber zu YouTube. Und ich habe euch lieb. Oh, das war ein wilder Ritt heute. Ja, war aber super. Wer mich jetzt noch hört, ich glaube, man hört mich nicht mehr, oder? Wer mich jetzt noch hört, es war schön mit euch. Und ich habe wieder viel gelernt. Und ich muss das erstmal alles verdauen. Und da brauche ich wieder 24 Stunden. Und ansonsten, wir sehen uns. Genau. Und ich habe euch lieb. Tschüss.